Hallo alle miteinander, wir sind zurück bei The Binding of Isaac. Wir sind zweistellig, ich habe einen Win-Streak von 10. Mit Isaac ist es irgendwie, ja, easy peasy. Relativ gut machbar, muss ich sagen. Isaac ist ein dankbarer Charakter, dank dem D6 natürlich. Das ist, denke ich mal, sonnenklar. Aber, ja, wir haben auch gut gespielt. Ja, wir haben auch gut gespielt. Hatten auch sehr viele gute Läufe, das muss man auch wieder dazu sagen. Aber es ist in Ordnung. Ein Winstreak von 10, das gefällt mir. So mag das ruhig weitergehen dürfen. Und, ja, die Pillen, die gönne ich mir auf jeden Fall mal. Ja, waren in Ordnung, waren in Ordnung. Vor allen Dingen die 48-Hour-Energy-Pille ist natürlich hier mit Isaac, ne, sehr interessant. Du blödes rotes Feuer, ey. Da hat es mich einfach abgeschossen. Dieses blöde Feuer, Mann. Aber das passt schon. So. Und noch eine Pille. I found pills and ate them. So. Gut. Ja, was ist das Ziel für den heutigen Part? Ich will euch nicht überraschen, aber wir wollen natürlich gewinnen. Ne? Die Winstreak hier auf eine Nummer 11 ausbauen und mal gucken, was wir beim Boss so kriegen. Duke of Lies ist ein dankbarer Boss, auch wenn wir keine Bombe am Start haben. Was ihn gerade relativ nervig macht. Du blöder, blöder, Blödian-Boss, ey. Du blöder, blöder, Blödian-Boss. Könntest du eventuell aufhören, hier mit Fliegen um dich rumzuschießen? Ja, das wäre sehr schön. Denn ich komme gar nicht an dich ran, du Arschloch. Nein! Ich habe mein blaues Herz nicht verloren. Mayday, Mayday! Wir haben Troubles. Houston, wir haben ein Problem. Ist es eigentlich Houston oder ist es Newton? Newton, er ist der Größte. Newton, er ist der Schönste. Newton, wo er auch ist, gibt Spaß. Ich weiß nicht, ob das Lied so geht. Aber ich glaube schon. Das war eine coole Serie früher. Ah, oh Mann, ey. Generell würde ich mal wieder gerne Kinderserien gucken. Hört sich vielleicht komisch an, aber... Oh, wenn ich mir so vorstelle, wie ich früher auf dem Sofa gehockt habe und die... Oh mein Gott, wir kriegen Speed und Damage abspritzen. Wie nice ist es denn? Das ist richtig nice. Boah, wenn ich mir vorstelle, wie ich früher auf dem Sofa saß und mir die geilen Kinderserien reingeschaut habe, ne, angeguckt habe, war schon ein schönes Leben, ne? War schon ein schönes Leben. Ah, eine Forget-Me-Now-Pille. Das ist nicht so interessant, weil wir natürlich nicht den Würfel hier liegen lassen wollen. Piercing-Shots, ja, Penetrative-Shots und Speed-Up ist natürlich, wow, ist schon fast ein Jackpot, würde ich sagen, ja. Ich denke, das ist schon wieder ein Lauf, wo ich sagen würde, gewonnen. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Und wir haben eine Münze bekommen, wow, das hat sich gelohnt. Ich bräuchte halt eine Bombe, ne, das ist halt so das... Bräuchte eine Bombe. Eine Bombe. Es ist ein bisschen dumm, dass ich daran spiele, weil ich wahrscheinlich gleich irgendwo in die Stacheln laufe und sterbe. Ich könnte in den Shop gehen und gucken, ob ich da eine Bombe kaufen kann. Kann ich nicht, aber ich kann ein blaues Herzchen kaufen. Das ist vielleicht sogar noch wichtiger, weil ich damit nicht die Gefahr laufe, einfach in eine Stachel reinzulaufen und dann tot zu sein. Hätte ich mir eventuell auch vorher überlegen können, dass ich das eventuell nicht machen möchte, da meine roten Herzen irgendwie... Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ihr wisst es ja. Meine Güte. Lieber Isaac, ich möchte gerne gewinnen. Das ist mein großer Traum für heute und ich hoffe, du erfüllst mir den. Mit freundlichen Grüßen, ich. So, da ist er da. Noch eine Pille. Eine 48-Hour-Energy-Pille. Die nehmen wir mit für den Devil-Deal. Ne, Logo, Leute, Logo. Logo war ja auch so eine Kinderserie, ne? Logo war so eine... Telepille. Ne, also Logo war keine... Wow, ein Guppy-Item. Also Logo war keine Telepille und auch kein Guppy-Item. Logo war so eine Nachrichtensendung für Kinder. Eine Nachrichtensendung für Kinder fand ich immer ziemlich nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde auch Nachrichten nervig. Ich gucke auch nicht gerne Nachrichten. Guckt, gibt es Menschen, die gerne Nachrichten gucken? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, Entschuldigung. Entschuldigung für diese kurze Eskalation, aber ich wäre beinahe gestorben und habe es gar nicht realisiert. Habe es gar nicht realisiert. Okay, und wir kriegen hier eine Bombe, was mega stark ist. Und wir kriegen ein blaues Herzchen wieder. Oh mein Gott. OMG. Das war gefährlich, würde ich sagen. Ne, das war gefährlich. Logo war so eine Kindernachrichtensendung. Fand ich immer doof. Keine Ahnung. Das, ja, wobei es vielleicht ganz gut ist, dass es halt einfach für Kinder gut aufbereitet ist. Ja, mag ganz okay sein. Ja, mag ganz okay sein, aber...
War nie so mein Fall. Warum? Ich weiß es selbst nicht so genau. Wie gesagt, mich interessiert sowas auch in der Regel nicht. Keine Ahnung, gibt es Leute hier unter euch, die sich für Nachrichten interessieren? Was hast du davon, wenn du Nachrichten guckst? Klar, ich bin, wenn irgendwelche Sachen passieren, die skandalös sind, dann bin ich auch immer so jemand, der dann so ein bisschen sensationsgeil ist und sich das anschaut, wenn irgendwelche Katastrophen oder so passieren. Muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich so ein kleiner, ekliger, sensationsgeiler Affe. Aber ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen. Das ist halt wie so ein Unfall, ne? Du kannst halt nicht wegschauen. Auch wenn du solltest. Ja, aber so, wow. Wow, wow, wow. So alles in allem, ganz ehrlich, ja. Ich bin auch überhaupt nicht politisch interessiert, was ich auch oft immer, wo ich auch drüber nachdenke, ob das vielleicht doof ist oder so. Was ist das überhaupt für ein Gedanke? Es ist doof, dass ich nicht politisch interessiert bin. Aber ich habe echt nicht so viel Ahnung von Politik. Aber das interessiert mich auch nicht. Ich meine, warum sollte ich mich dafür auch interessieren? Ich habe mal in meinem Leben, es gab mal eine Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe, ob es Sinn macht, sich anzufangen für Politik zu interessieren. Und da habe ich mich nicht nur dafür, also ich habe mir die Frage gestellt in dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, dass ich mir überlegt habe, ob es sinnvoll wäre, in die Politik einzusteigen. Also tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, ob ich da mal mitmachen will. Weil das Problem ist ja, du kannst dich immer beschweren, wie du willst, aber wenn du nichts, oh fuck. Du kannst dich immer beschweren, wie du willst, ja, das ist überhaupt kein Problem, ist alles easy. Aber so wirklich Nachdruck hat dein Wort nicht, wenn du halt, ja, wenn du nichts machst, warum willst du dich dann beschweren? Und wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, warum willst du dich dann beschweren? Was hast du davon? Ja, das sind dann so, ist dann so wie, keine Ahnung, mir fällt kein gutes Beispiel ein. Aber, ja. Und ich habe mir halt überlegt, so, stört mich das, was da passiert? Oder nicht? Und will ich irgendwas daran ändern oder nicht? Und dann habe ich halt überlegt, ob ich vielleicht mich da mehr mit beschäftigen will und so. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, nee, da habe ich echt keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Am Ende des Tages interessiert es mich einfach nicht genug, glaube ich. Und das ist auch in Ordnung. Ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh Mann, oh. Aber ich muss doch interessiert sein. Früher in der Schule, wir hatten natürlich immer so Menschen, die auch politisch interessiert waren, die in der Schule dann halt auch immer so, ja, herausgestochen sind und die sich auch in der Schule schon irgendwie dann halt, inwiefern man sich in der Schule halt politisch engagieren kann, aber die dann halt da schon so Schulsprecherambitionen hatten, also diese Streberleute, ne, wo man sich immer dachte, boah, du ekelig allgemein gebildeter Mensch. Stinkst. Halt die schlauen Leute, wo du dir dachtest, Mann, der ist schlauer als ich, den finde ich unsympathisch. Da hat man sich auch schon immer gedacht, so, was bist du eigentlich für ein Vollhorst? Aber so im Nachhinein, wenn die Leute sich dafür interessieren und da was machen, dann finde ich das sehr gut. Ich habe zum Beispiel eine Mitschülerin früher gehabt, die halt genau so war, wo du wusstest, okay, die interessiert sich für alles, für Weltpolitik, für den Weltfrieden, für keine Ahnung und so, und da früher, da hat man die immer so ein bisschen belächelt, aber das heißt belächelt, nur die Dummen, also ich und die anderen Dummen. Ups, jetzt habe ich aus Versehen meine Pille eingesetzt. Man hat die dann halt immer so ein bisschen angeguckt von wegen, oh, die ist so dumm, hahaha. Aber ist sie gar nicht. Und die war jetzt sogar vor kurzem in Griechenland und hat bei einem Flüchtlingslager dort geholfen und hat dann auf Facebook ihre Impressionen geteilt. Hat halt quasi so auf Facebook quasi geblockt. Geschrieben, was da für Verhältnisse sind und so weiter. Das war auch relativ interessant und wie gesagt, dass sowas mal, dass sie irgendwann mal sowas macht, das war hundertprozentig klar, das wusste man früher. Als Kind dachte man sich halt, oder als Jugendlicher dachte man sich da halt immer noch, boah, ist die uncool. Aber, nö, es ist cool, ne? Wenn man daran Spaß hat und wenn sie da daran Interesse hat und so und da gerne was ändern möchte, finde ich das extrem cool. Aber, ja, für mich persönlich ist das nichts. Ich meine, Alter, Griechenland ist ziemlich weit weg.
Und ich hätte keinen PC in der Zeit. Hallo? Wenn ich, vielleicht wenn ich Urlaub machen könnte. Ja, ihr seht schon, meine Prioritäten liegen da immer an einer anderen Stelle. Ja, ja. Deswegen, wenn ihr gerade in der Schule oder wenn ihr noch in der Schule seid und ihr habt da solche Leute, unterstützt sie ruhig gerne in ihrem Vorhaben. Ja, wenn die da große Pläne haben, die Welt zu verändern, das ist nicht alles dumm und so. Lächelt die nicht immer an, nur weil ihr dumm seid. So wie ich. Dumm, dumm, dumm. Ah ja. Oh, ein Angel Deal. Das freut mich aber. Oh, aber wir können würfeln. Die Mitre ist eigentlich ganz geil, aber sie gibt uns halt blaue Herzen und ich habe genug. Ich habe schlicht und ergreifend genügend Leben. Brauche ich nicht. Dementsprechend werde ich beides würfeln. Boah, ich mache so wenig Damage, ne? Oh, fuck, dieser Engel. Dieser Engel ist einfach so... Boah. Oh, und dann auch in einem kleinen Raum und dann spawnt ja auch noch andere Engel. Oh mein Gott. Mann, lass mich doch mal in Frieden, ey. Ich hab dir gar nichts getan. Oh Mann, bitte lass mich in Ruhe. Okay, er ist down. Nice. Oh, nice. Die Krone des Lichtes. Mm. Nice. Mm, ich gehe einfach weiter. Hatte ich noch eine 48-Hour-Energy-Pille? Nee, ne? Nee, nee. Leider nicht. Sonst hätte ich nämlich noch weiter würfeln können, aber... Hatte ich nicht. Ach ja, die Krone ist nice. Ist ein richtig starkes Damage-Up. Also, gefällt mir sehr, ja. Gefällt mir sehr. Oh mein Gott. Das ist ein blauer Stein, wenn ich das richtig sehe. Ja, die ist ein blauer Stein. Yep. One makes you larger. Möchte ich generell nicht. Ja, ich bin schon large genug. Das ist in Ordnung. Bin schon echt ein Brocken. Ein Felsen der Brandung. Deswegen passt schon, Kumpel. Aber danke für die Pille. Man sollte nicht einfach irgendwelche Pillen nehmen. Habe ich das schon mal gesagt? Jetzt sage ich es euch. Wenn ihr das noch nicht wusstet, dann habt ihr jetzt was gelernt. Schreibt es bitte in euer Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute habe ich gelernt, dass ich nicht jede Pille einfach so nehmen sollte. Danke, Korn. Für diese Weisheit. Und ihr werdet direkt belohnt. I can see forever. You and me forever. Together and ever. Und so weiter. Meine Nase juckt. Alter. Boah, das tat weh. Ach ja, keine Ahnung, Politik ist schon eine interessante Sache. Oh, Tornfoto! Und irgendwo ist ein Devil-Dealer, aber ich sehe ihn nicht, weil ich mir in der Nase popeln muss. Und noch ein Guppy-Item, Alter, das ist schon wieder das zweite Guppy-Item. Ich kann nicht schon wieder Guppy, ich war doch im letzten Part auch Guppy, oder? Ich war doch im letzten Part Guppy, im letzten Part war ich doch, war ich doch. Weißt du doch? Bin ich doch. Siehst du? Doch. Im letzten Part, wenn ich mich nicht komplett täusche, ich hatte Eipekeck und bin Guppy geworden. Wow, ich habe einfach 2 Schaden bekommen. Egal. Das ist auch ein blauer Stein, oder? Ja. Ich habe keine Bombe. Oh, das tut mir so leid. Ich hab einfach keine Bombe. Ich habe keine Bombe. Wo ist denn der Goldraum? Heide Witzka. Heide Witzka und begann die Therapie. Er nahm Skalpell und Schere, 12 Klammern und ein Beil. Nach 10 Minuten war dann der Gefrierpott wieder heil. Ich hab den Blues. Ich hab ein BH. Oh mein Gott. Mama, ist dein BH ein Push-Up? Könntest du mir das eventuell verraten? Oder hast du wirklich so große Brüste, die so groß sind wie 3 Basketballe zusammen? Boah. Ich mag ja große Brüste. Aber... Entschuldigen Sie. Aber ich frag mich, wie das so ist mit so richtig... Also, wisst ihr, mit so... Es gibt ja Menschen, die haben Brüste, die sind größer als ein Säugling. Das ist schon ziemlich krass.
wie ein Säugling. Ich glaube sogar noch wie zwei Säuglinge. Haben halt ja zwei Brüste. Nein, man hat schon, also es gibt ja, wie groß sind die größten Brüste? So Doppel-H oder so? Nee, A, B, C, D, E, F, G, H. Ach, Doppel-O wahrscheinlich oder so. Oder Doppel-X. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt ziemlich groß. Warum? Ich habe den zweiten Wagenraum gefunden. Ach so. Wie jetzt wohl mit so Riesenbrüsten ist, ey. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, da gibt es ja auch immer so Stories drüber, dass irgendwelche Leute beim Sex gestorben sind, weil sie an den Brüsten erstickt sind, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, sowas habe ich schon mal gehört. Stell dir das mal vor, du hast so Sex und auf einmal merkt die nicht, dass ihre Brüste so weit runterhängen, dass sie die einfach in deine Luftröhre reingedrückt sind. Also nicht auf deinem Mund, direkt durch den Mund, durch in deine Luftröhre. Und du hängst da so unter ihr und sie denkt, du gehst gerade richtig ab und dabei bist du einfach nur am Ersticken. Und sie so, boah, so ein geiler Orgasmus hat der ja noch nie. Ja, dann bist du tot. Kommt man dann ins Gefängnis als Frau? Angeklagt im... Sie haben den hier nicht mehr Anwesenden. Bösartig mit ihren Brüsten erstickt. Aber Herr Richter, ich hab nicht mehr so gute ich fühle nicht mehr so viel an meinem Brustnippelende, weil das ist 43 cm von meinem Körper entfernt, weil meine Brüste so lang sind. Und dann gibt's so ein Gutachten. Also die hier Angeklagte hat Doppel-Z-Brüste. Und man muss festhalten, dass die Brüste so weit vom Körper entfernt sind beim Geschlechtsakt, dass man nicht mehr von einer Person sprechen kann. Keine Ahnung, wieso stelle ich mir das vor. Das wäre auf jeden Fall crazy, Alter. Crazy right now. Erstmal die Spucke runterschlucken, bevor man reden will. Ich bekomme gerade ein bisschen viel Damage, möchte ich sagen. War ich schon im Goldraum? Ich glaube, nein. Oder? Habe ich? Ich habe keine Leben, ne? Ich habe gerade ein blaues Herz eingesammelt, glaube ich. Ich habe gerade ein bisschen Angst davor, irgendwie zu sterben, aber ich hatte so viel Leben. Ich glaube, es ist alles noch easy. Ich glaube, es ist alles easy. Like Sunday morning. Ich war noch nicht im Goldraum. Nee. Ich war noch nicht im Goldraum. It's easy like Sunday morning. Nein! Das war mitunter relativ knapp, möchte man sagen. Whee. Ja. Boah, Alter, wir hatten in der Schule auch Mädels, die so riesen Brüste hatten. Weißt du, du bist 16, 17 und dann sind da einfach Mitschüler, oder sagen wir 15, 16, 17, und dann sind da einfach Mitschülerinnen, die schon ein Doppel-J haben. Da kannst du in dem Alter nicht mit umgehen, sage ich euch. Die hatten solche Riesenbrüste, das war der Wahnsinn. Also wir hatten zwei Stück mit Riesenbrüsten, wirklich. Boah. Das war so krass. Die waren halt nicht groß, die waren riesig. Das war so ein bisschen, das war kein Hagrid, das war der Halbbruder von Hagrid. Wisst ihr, der den Hagrid im Wald versteckt, im verbotenen Wald. Weißt du, so ein Hagrid kannst du noch handeln. Das ist halt so, boah, ziemlich groß, darf ich mal anfassen? Nice, Alter, Und dann kommen da die anderen mit so einem, dem Halbbruder von Hagrid und du denkst dir nur so, ich guck noch nicht mal jetzt Filme, wo die so groß sind. Was passiert denn hier? Ich hab volles Leben. Oh, what the fuck. Ich will eventuell da in dem Shop nochmal würfeln. Ich suche erstmal den Goldraum, genau. Ich würde da eventuell gerne würfeln wollen. Oh, Mama, ey, erst gibst du mir dein BH, jetzt deine Binde, gleich mal deinen Tampon oder was? Und dann gibst du mir deinen Tampon und das ist ein Eis, oder wie? Hast du so in deinen...
Kann man Erdbeereis aus einem benutzten Tampon machen? Oh, das sind Fragen über Fragen. Das sind Fragen, Leute, die muss man sich auch einmal stellen. So. Oh, die Plopia. Die Plopia. Gonna be okay. Der Kompass und Zers Options. Zers Options bringt mir, glaube ich, nicht mehr so viel, aber. Naja, egal. Die rote Kerze, der Boomerang. Die Piggy Bank. Die Bibel. Lockdown. Mann, ich hätte Piggy Bank mitnehmen sollen. Das ist ein bisschen ärgerlich gelaufen. Ich habe noch einen Miniboss hier auf der Ebene. Krass. Ich verpasse wieder den Boss Rush, aber das ist in Ordnung. Ich habe generell nicht so viel Interesse am Boss Rush. Hätte ich mit Sicherheit hier erreichen können, aber ich habe halt noch erforscht und so. Und das ist dann auch in Ordnung. Just Dance, gonna be okay. Oh, die Autobatterie. Bringt mir nicht ganz so viel, aber meine Güte, warum nicht, ne? Nehmen wir mal mit, vielleicht finden wir noch irgendwas so. Keine Ahnung, Blank Card mit Hierophantenkarte oder so. Keine Ahnung. Irgendwas finden wir bestimmt noch. So, den Magic 8 Ball. Ach, hier wollte ich auch nochmal würfeln. Eine Tour of Hearts Karte, ja. Danke. Ich habe gewonnen. Nice. So, oh, wir haben den Kompass, stimmt. Nice. Wow, hier ist eine Sackgasse. Toll. Danke, Kompass. Du hilfst mir nur bedingt. Was? Hier ist auch eine Sackgasse? What the fuck, was ist das für eine Ebene? Was ist denn das für eine Ebene, sag mal? Ja, sag mal, kleiner Mann. Was ist denn das für eine Ebene? Just Dance, gonna be okay. Das ist von Lady Gaga, das Lied, oder? Das haben die hier letztens irgendwann mal erzählt. Könntest du mir ein Item geben? Wow. Ich hätte schon gerne sein Item, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich meine, wir kriegen ja genug Herzen die ganze Zeit. Dann können wir auch ein paar blaue hier bezahlen. Junge. Oh, eine Emperor-Karte. Nice. I can see forever. You and me together. Die Speed-Up. Koffeinpille. Es ist immer die Koffeinpille. Oh. Eine 48-Hour-Energy-Pille. Nice. Ich nehme erstmal die 48-Hour-Energy-Pille mit. Die können wir nicht mit zum Boss nehmen, was ein bisschen schade ist, aber weil ich die Emperor-Karte mitnehmen will, auf jeden Fall. Da muss ich die Chest nicht machen. Alter, voll der Luxus. So, aber wir können die ja mal eben mit in den Goldraum nehmen und dann laufen wir nochmal kurz zurück und holen die andere und bla, ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Ihr wisst ja, wie es läuft. Ach so, scheiße, ich musste meine roten Herzen auffüllen, damit ich wieder die Krone am Start habe, ne? Das ist natürlich unfassbar wichtig. Denn ohne die Krone bin ich kein König. Und wir haben alle Werner 3 geguckt und wir wissen alle, ich bin König. Ach ja. Das war doch Werner 3, oder? Wo die alle, ich glaube schon, wo die alle hier mit dem König sein und so. Da die ganze Zeit gemeiert haben. Ach ja. Der Werner war ein guter Mann, der hatte stets die Bierflasche an. Keine Ahnung. Die Lampe an. Werner war ein dufter Typ. Der trank das ganze Bier. Der Typ. Ja. Ich bin ein toller Musiker, ich weiß. Ich würde gerne. Wo ist denn der. Doch, ich gehe gerade richtig. Hier ist der Goldraum. I see what I did there. Und der Shop ist hier auch. Arabische Nacht. So, wir haben die Krone wieder am Start. Nice. Will ich hier würfeln? Ich glaube schon, aber ich habe nicht so viel Geld. Okay.
So. Okay, gut. Top. Ey! Schon wieder Cancer. Aber nehme ich mit, auf jeden Fall. Ich meine, meine Güte, das ist wirklich stark. Cancer ist wirklich nice. Cancer ist ein wirklich, also nicht das Trinket, sondern das Item ist ein wirklich starkes Item. So, jetzt hole ich mir noch schnell die Emporkarte. Emporor. Emperor, wie auch immer. Empopopor. Whee! Und dann gehen wir zum Boss. Mama, ich komme. Häng schon mal die Brüste raus. Ich komme dich waschen. Mama, wo bist du? Mama, ich komme dich waschen. Denn du hast einen an der Klatsche. Ups. Hallo Mama. Oh, ich dachte, du gehst ein bisschen schneller tot, muss ich ganz ehrlich gestehen. Willst du etwa auf meinen Kopf treten, Mama? Das kann wirklich ins Auge gehen. Versteht mir ins Auge? Weil das geht ja ins Auge. Ich schieße ja ins Auge. Mama, bitte nicht mich treten. Danke. Was? Kein Devil Deal? Was ist denn los mit dieser Welt, ey? Ich will nicht in so einer Welt leben, wo ich keinen Devil Deal kriege. Leco mio on the blanco. Aliento, aliento. Ah. Ich will einfach zum Boss. Ich will einfach straight up zum Boss und fertig aus. So. Mann, meine juckende Nase ist gerade ein. Ist belastend. Ja, es belastet mich. Es belastet mich so sehr wie die großen Brüste meiner Mitschülerin in der 9. Klasse. Die waren so groß, ey. Die waren so fucking groß, ey. Das ist unglaublich. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? In dem Alter denkst du dir, was heißt in dem Alter? Eigentlich denke ich mir das immer noch, aber immer, aber vor allen Dingen in dem Alter denkst du dir auch die ganze Zeit so, oh, wie das wohl aussieht. Ich will das sehen. Zeig mir doch mal deine Brüste, aber das kannst du nicht fragen, ne? Dabei meint man das doch gar nicht böse. Man meint das, man ist doch nur neugierig. Mann, ey. Man ist als kleines Kind, wird man immer dafür gelobt, wenn man neugierig ist. Oh, der Junge ist neugierig. Oh, der wird bestimmt mal Wissenschaftler. Und wenn du da neugierig bist, dann sagen alle, du perverse Sau, du. Finde ich gemein. Wollte doch nur meine jugendliche Neugier. Ganz ohne Hintergedanken. Einfach nur meine jugendliche Neugier befriedigen. Das Wort ist in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig, aber... Wirklich, ich hatte keine Hintergedanken. Es waren rein ästhetische Interessen. Rein ästhetisch. So. Oh, Manu. Hallo. Aber wisst ihr, was richtig Schlimmes in dem jugendlichen Alter? Guck mal, es war so. Ich hatte einen Mitschüler und er hatte eine Schwester. Das war ein Spanier. Und die Schwester war mega heiß. Die war halt, glaube ich, 2 Jahre jünger als ich. Und die war mega heiß. Richtig mega heiß. Und ich dachte mir immer so, boah, Alter. Die willst du flexen, ey. Und die ist irgendwann hässlich geworden. Einfach so. Und du dachtest dir immer so, boah, die findest du mega geil. Dann ist sie auf einmal hässlich geworden. Das war schwierig für mich. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin Gappi geworden. What the fuck, einfach. Einfach nur, what the fuck. Das war wirklich schwierig für mich, weil die war so heiß. Ich, wirklich, es war schwierig für mich da. Also, wow. Da war halt eine Spanierin. Und die ist einfach dick geworden. Aber so richtig komisch dick. Halt nicht einfach, also die ist halt wirklich, das war halt nicht mehr schön. Die war auch nicht wirklich richtig dick, die ist nur so in die Breite gegangen. Es gibt ja Frauen, die gehen in die Breite und bei manchen sieht es halt nicht gut aus. Es gibt auch welche, bei denen das gut aussieht. Das ist halt immer so, aber es sah bei der auch gut aus, es hat nur nicht mehr meinen zeitgeistlichen Geschmack getroffen, möchte ich sagen. Ja. Es war auf jeden Fall schwierig für mich, das zu akzeptieren, so als Junger. Das war auch noch früher so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die eine Schulklasse oder zwei unter mir war.
Ich glaube, die war nur ein Jahrgang unter uns, genau. Die war nämlich relativ. Und dann war ich halt so in der 8., die in der 7. und so, und dann 9. und 8. und ja, irgendwann war die nicht mehr so geil. Mann, ey. Das sind so Erfahrungen, die man als junger Mann macht, oder? Das ist echt schwierig. Oh, Steven, dich habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Steven, er ist der Schönste. Steven, du bist der Coolste. Steven, ich mag dich so sehr. What the fuck? Wow! Wo kommt ihr denn alle her? Kommt her, ich mach euch platt. Alter, das war ein kleiner Überfall, ey. Alter, das war mal ein großer Bruder. Großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder, kannst mir alles geben. Was? Nee. Großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder, bist ein Teil meines Lebens. Ich kann den Text nicht mehr. What the fuck? Du bist immer für mich da. Egal, was auch passiert. Du bist mein großer Bruder und du bist immer bei mir. Oder irgendwie so. Das war ein schönes Lied, ne? Kennt ihr das? Slatko und Jürgen, Alter. Das waren Zeiten, ey. Das waren Zeiten, Leute. Da war der Kornel noch jung und frisch. Noch jung und frisch, sage ich euch. Ich habe ein Problem. Hallöchen, Puppöchen. Das blaue Herz nehme ich mit. Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, what the fuck? Wow, das sah nach vielen Gegnern aus. Ah, ich bin der Gappi, stimmt. Merke ich jetzt erst. Wow. Hier sind viele Batterien am Start. Das finde ich natürlich sehr nett und auch persönlich interessant, aber. Oh, zwei Emperor-Karten. Hallo Mama! Warum kriege ich. Ich hatte gerade einen Devil Deal. Ja, stimmt. Ist schon okay. Du bist immer für mich da, egal was auch passiert. Du bist mein großer Bruder und du bist immer bei mir. Ich hätte gerne die Emperor-Karte. Ach ja, Leute. Das ist ein relativ ungefährdeter Sieg, würde ich sagen. Krass, was wir für gute Läufe auch erwischen, ne? Ja, krass, wie oft wir Gappi geworden sind. Wurde das irgendwie gepatcht oder so? Sie werden nun in jedem Lauf Gappi. Viel Spaß mit dem Spiel. The Binding of Gappi heißt es jetzt. Es wäre cool, wenn es Gappi als spielbaren Charakter geben würde, oder? Aber das wäre halt mega OP. Ob man das irgendwie balancen könnte. Einfach ein Charakter, stimmt, einfach Gappi, aber Gappi schießt halt keine Tränen, sondern Fliegen. Und mit Tier-Subs und so werden halt deine Fliegen einfach schneller. Aber du kriegst halt Damage-Ups und alles und deine Fliegen richten sich halt trotzdem einfach nach dem Damage. Also es ist dann halt der 1, wie viel Damage hat macht eine Fliege? 1,5 der 1,5 mal den Damage der Träne. Keine Ahnung, wie auch immer. Einfach den ganz normalen Tränen-Damage und dann halt multipliziert in den Fliegen-Damage. Also so, einfach so, weißt du? Aber es wäre wahrscheinlich. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das so mega OP wäre. Wenn man halt, wie gesagt, auch mit langsamen Tier-Subs startet halt. Dass man halt nicht so mega viele Fliegen am Anfang produziert. Wäre vielleicht eine ganz lustige Sache, keine Ahnung. Fände ich schon interessant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ach, Gappi. Du bist wirklich nett zu mir. Du bist wirklich nett zu mir. Und dafür danke ich dir. Gappi, du bist super und ich liebe dir. Beum, beum. Wir sind in der Chest. Wir sind in der Chest und ich hab nur scheiß Items. Wir sind in der Chest, ja, wir sind in der Chest und ich hab nur scheiß Items. Dadidudududu und dadidududu. So, guten Tag, Leute. Ich muss mal ganz kurz hier regeln. Ja, Cornel regelt. Und da muss ich einmal kurz hier den Weg zum Boss finden.
Wahrscheinlich ist es nicht der Weg hier. Das ist halt das Ding. Aber, oh, wobei, vielleicht doch. Vielleicht sind wir hier doch richtig. Mag sein, ja. Und wir kriegen einfach so viele Batterien. Das war auch im letzten Part schon so, oder? Oder? Ich glaube schon. So, guten Tag. Oh, Hämatomat Infestation 2. Stimmt. Magic Mushroom. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Dr. Fetus ist zwar nice, aber ich will jetzt hier keinen Dr. Fetus haben. Das ist, nee. Nee, ich habe schon coole Tractor Beam. Ole. Boah, nice, Alter, nice. Das ist ein geiles Setup an Items, ey. Das ist mega stark. Ey, wir haben so, ich habe so viele starke Dinge am Items, Kombinationen, ne, in der letzten Zeit. So viele coole Läufe. Das ist einfach krass. Guckt euch das mal an, wie stark das einfach ist. Das ist mega, Leute. Mega mäßig, mega geil. Mega, 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 mega. Oh, der Holy Mantle. Was willst du denn von mir, Holy Mantle? Was willst du denn von mir, Holy Mantle? Ihr habt doch alle keine Chance gegen mich. Das ist doch lachhaft, ne? Das ist doch, ganz im Ernst, das ist doch, also, haha. Oh, ja, nimm mir mit, komm, was soll's. Was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Ach komm, dann beenden wir den Lauf. Ich hoffe, der Lauf hat euch gefallen. Es war wieder ein mega cooler Lauf. Mega viele coole Items. Ich hoffe, der Part hat euch generell gefallen. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare von euren Mitschülerinnen. Und Mitschüler natürlich auch. Ne? Ihr dürft auch gerne, wenn ihr weiblich seid, eure Sicht auf die männlichen Mitschüler in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Lauf Nummer 12. Wir sind bei einem Winstreak von 11. Das ist mega nice. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss.